Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, wir sind back heute mit King of Rap, Kool Savage. Sein Album ist draußen, Algori, Freunde. Link zu den... Keine Ahnung, ob noch Amazon-Boxen verfügbar sind, aber ich werde euch den Link mal reinhauen in die Beschreibung. Ansonsten habt ihr da einen Link, wo ihr das auf Amazon Music kaufen könnt, wenn ihr wollt. Supportet gerne, Freunde. Auch Link zum Original Brachland ist ganz oben in der Beschreibung. Ansonsten, für alle, die auf die Apache und Bowser-Reaction warten, die ist leider gesperrt. Ich kann nicht viel dagegen machen. Kanalmitglieder können das tatsächlich ansehen. Ich habe so ein Kanalmitgliedersystem. Also, wenn ihr Bock habt, joint gerne den Kanalmitgliedern, dann könnt ihr gesperrte Videos immer schauen. Weil in nächster Zeit einige gesperrt werden, denke ich, weil ein paar Labels ein bisschen Auge machen, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber irgendwo auch nicht. Deswegen, falls ihr gesperrte Videos in Zukunft immer sehen wollt, werdet jetzt Kanalmitglied. Das ist wie ein Abo auf Twitch und dann werden euch immer im Community-Tab die Videos dann per Google Drive-Link zur Verfügung gestellt. Okay, jetzt haben wir von Savage, wie gesagt, Brachland-Freunde, Putzit von Supersonic und Beat Tells. Sein Album ist jetzt draußen, ich werde reinhören, ich bin sehr, sehr gespannt und ich schaue mal, ob wir vielleicht, ich kann Savage mal fragen, ob wir noch eine Box bekommen können zum Verlosen. Das wäre ganz geil, weil Savage und ich hatten eigentlich so eine Art kleines Unboxing geplant, dass ich rumkomme, dass wir irgendwie ein Unboxing machen fürs Album. Aber wegen Coronimoni, das Album wurde ja auch mehrfach verschoben, hat das alles nicht geklappt und jetzt treffen ist auch kacke, man will kein Risiko eingehen. Deswegen haben wir da auch nicht weiter drüber geschnackt. Aber ich kann mal gucken, ob wir es hinbekommen, dass wir vielleicht eine Box verlosen können. Ich werde ihn mal anschnacken, ob das möglich ist. Ansonsten, wenn noch welche verfügbar sind, gucke ich, ob ich eine sonst einfach kaufe. Und dass wir die irgendwie verlosen können, Freunde. Wäre was Feines, glaube ich, mal wieder, ja. Wir hören das auf jeden Fall rein. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Die letzten Songs haben abgerissen wie sonst was. Rapkiller, kam ja keine Reaction zu, habe ich leider so gehört, I'm sorry. Aber auch krasse, krasse Zeilen drin gewesen. Und natürlich ein Ohrwurm des Lebens wieder mit Alias. So, ich bin sehr gespannt jetzt auf Brachland. Let's go. Ganz kurz, wichtig, Freunde, Video. Video ist von, Hush and Hype, okay. Also, sehr hohe Quality hier am Start. Direkt sehr, sehr nice Sound-Editing. Shoutouts an den Dude, der das gemixt und gemastert hat. Beziehungsweise für Sound-Editing und Engineering zuständig ist. Boah, sieht jetzt schon nice aus, Mann. Halber Film, Digga. Und hier sollen wir wirklich richtig sein? Was muss man denn für ein krankes Arschloch sein, um sich ausgerechnet in diese Gegend zur Ruhe zu setzen? Hä, voll süß, Digga, voll schöne Landschaft. Ich wäre da gerne einfach weg von allem, einfach da chillen. Dieser Typ ist aber der Einzige, der uns helfen kann. Eine scheiß verfluchte Sackgasse ist das hier. Aber gut, von mir aus. Lass es uns probieren. Ey, sowas gibt's viel zu selten im heutigen Deutschrap. Oder in der heutigen Musik, Musikvideo-Gesellschaft allgemein. Kleine Intros, kleine Bits, kleine Sachen drin so. Das ist nice. Da kommt direkt ein nices Feeling auf. Herr Jurdery, hören Sie mich? Ey, nice! Ey, er sieht richtig süß aus, Mann. Ich weiß nicht, warum Savage hier so süß aussieht, Digga. Aber er sieht einfach fucking süß aus. Ich schnitz mir hier gerade einen ab, Alter. Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll, aber wir brauchen Sie. Oh. Dafür kein Weg dran vorbei. Die Szene muss wieder aufgeräumt werden. Sie oder die Sache ist doch. Oh, ey, ich hab Gänsehaut, legit, ich hab Gänsehaut, Mann. Ich hab einfach Gänsehaut, Digga. Oh, ich hab wirklich Gänsehaut einfach. Oh, okay, okay, sorry, ich hab den Einstieg ein bisschen pausiert, sorry. Gib ihm einfach. Hab die Augen zu, sie denken, ich schlaf. Ich mach nur das Gegenteil von dir, ich denke nach. Ich hab die Augen zu, sie denken, ich schlaf. Ich mach nur das Gegenteil von dir, ich denke nach. Nice, Mann. Nice. Ey, Savage ist einfach eine Liga für sich. Die Augen zu, sie denken, ich schlaf. Ich mach nur das Gegenteil von dir, ich denke nach. Ich lass dein Ende nach, Dicker, du transformierst zum Tausendfüßler und fürs Modern. Es zum Herr schwebt, trag ne Sonne. Oh, nice, Mann.
Mana, ah, badaba, badaba. Gefällt mir sehr gut. In der Nacht, Dicker, du transformierst zum Tausendfüßler und fürs Modern. Es zum Herrschweb, trag ne Sonnenuhr. Statt ein Chronograph verbrenne MC Streamers und es geht viral. Rap-Probe kommt los, so ein Bot, doch ohne Chance. Der Flow im Bodenstoff, präventive Maßnahme gegen den Impact. Was? Boah, ey, das, dieses Feeling ist, das ist so nice, man. Auch dieses Album an sich ist so vielseitig. Wisst ihr, was ich meine? Man hat einfach immer einen anderen Sound. Es ist im Kern Savage einfach, aber er schafft es halt über Jahre hinweg, sich selbst treu zu bleiben, aber trotzdem sich mit der Zeit zu gehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Es wird nicht langweilig. Man kann Savage, finde ich, nicht aushören. Trag ne Sonnenuhr am statt ein Chronograph, verbrenne MC-Streamers und es geht viral. Probe kommt los, so ein Bot, doch ohne Chance, der Flow im Bodenstoff. Präventive Maßnahme gegen den Impact. Was ne sonderbare Wahrnehmung sie von sich haben, meint sie, wären besser, geht nicht. Für mich sind sie, das geht nicht klar. Der Schädel quält bei jedem Gedanken zu. Boah. Du bist keine Gefahr, weil ich sag, ich geh doch, geh leise, verstehst du nur Bahn. Hof, der Wille ist doch da, hungrig als... Ey, wie er das hier, wie er diese Worte teilweise im Flow so aufgesplittet hat. Du verstehst nur Bahnhof, aber Bahnhof so, ey, das ist nice, das ist ganz, ganz, ganz krasse, hohe Liga, Mann. Keine Gefahr, weil ich sag, ich geh doch, geh leise, verstehst du nur Bahn. Hof, der Wille ist doch da, hungrig als wär ich erst seit einem Jahr am Start, ich weiß... Hungrig, als wäre ich erst seit einem Jahr am Start. Ist auch so true, Mann. Er ist halt jemand, der den Hunger nie verloren hat. Er hat den Hunger nie verloren. Er kann sich nicht zur Ruhe setzen. Er kann es nicht. Und Gott sei Dank macht er es auch nicht. Er ist einfach... Das ist eine gute Zeile, Mann, wirklich. Hunger, als wäre ich erst seit einem Jahr am Start. Es beschert dem Wichsern Kopf zerbrechen wie Amagan. Nicht aus demselben Holz, du bist Furnier. Ihr sagt, es wäre kein Turnier. Doch und ich spiel's, als hätte ich nie was anderes getan. Brachland, ey, dieses Bra, gut eingefügt. Von ihr, ihr sagt, es wäre kein Turnier, doch und ich spiel's, als hätte ich nie was anderes getan. Brachland, bevor ich kam aus dem Nichts, als wäre ich getan, unaufhaltsam, Dicker. Geh mir aus der Bahn, sie hören mich, hören sie sterben, verschwinden. Ey, das finde ich so nice bei Savage. Ich sag's, wie es ist, Mann. Ich hab in meinem Leben nie wirklich viel Savage gehört, aber über verschiedene, ich wollte gerade Epochen sagen, Epochen wahrscheinlich, aber so über verschiedene Jahre und Altersstufen von mir immer mal wieder reingehört, ja. Und er hat sich immer noch weiterentwickelt. Also, wie gesagt, er ist sich selbst treu geblieben, aber er ist auch mit der Zeit gegangen und hat immer einen guten neuen Sound irgendwie auch so. Und das ist gerade so, es ist so erfrischend, sowas von Savage zu hören, weil alles andere sich von allen anderen Rappern gefühlt gleich anhört, so quasi. Das ist so erfrischend. Unaufhaltsam, Dicker. Geh mir aus der Bahn. Sie hören mich, hören sie sterben. Verschwinden. Brachland, bevor ich aus dem Nichts. Oh. Freunde. Wer war das? Wer war diese wunderbare Engelsstimme in meinen Ohren? Hören sie sterben. Verschwinden. Brachland, bevor ich aus dem Nichts. Als wäre ich getan. Unaufhaltsam, Dicker. Geh mir aus der Bahn. Sie hören mich, hören sie sterben. Verschwinden. Ihre Schädel leer wie Max. Weil sie nur... Oh, ihre Schädel leer wie Air Max Sohlen. Geil, Mann. Oh, ey, ich fühl's vielleicht ein bisschen zu sehr, weil ich auch auf so... Ich mag es, wenn man so kleine Einspieler drin hat und so ganz, ganz viel, ganz viele verschiedene Einschnitte hat und verschiedene Soundebenen und so ein bisschen was ausprobiert und das alles viel mit Atlas und so füllt. Ich mag das sehr gerne. Und das gerade bei Savage so zu hören, macht mich einfach glücklich irgendwie, Mann. Keine Ahnung. Sie hören mich, hören sie sterben, wo Scham. Ihre Schädel leer wie Air Max Sohlen, weil sie nur Luft verschließen, als würde man sie und hätte sie dupliziert, nur ein Gedanke spendet Trost. In einer Parallelwelt bist du Missvogel, denkt schon tot, jetzt um... Wer kann sonst sich so krass immer, ich will gar nicht sagen neu erfinden, aber so krass immer einen freshen Sound bringen, dass es halt nicht langweilig wird. Es wird nicht langweilig bei Savage, so. Es wird einfach nicht langweilig. Wirst du gestreamt, Mucke umgespielt, erwärtslos. Ganz in der Parallelwelt bist du Missvogel, denkt schon tot, jetzt um wirst du gestreamt, Mucke umgespielt, erwärtslos. Ganz ohne Zufall, die sein Hundeleben, wär's weglos. Es ist nicht lukrativ, meine DNA Raps, Text-Code. Und deshalb lutschen sie stetig an dieser Elektion. Wollen daraus Nutzen ziehen, lasst euch steuern. Ey, holy shit. Und deshalb lutschen sie stetig an dieser Elektion. Wollen daraus Nutzen ziehen, lasst euch steuern wie Elektron. In einem Puppenspiel unterdrückt wie... Ey, lasst euch steuern wie Elektron auch was. Wollen daraus Nutzen ziehen, lasst euch steuern wie Elektron. In einem Puppenspiel unterdrückt wie ein Telefon. Wo du keine Nummer siehst, wenn sie meinen, dass sie Erbesfond. Ist das nur Utopie, komm, ich müsste das Erbesfond. Für diese Schmutz im Seaspit, als wäre ich kein Erbewohner. So wie Luki T und Alpheis Universum groß. Ey, holy shit, das ist gut. Dieser ganze Part gerade ist so krass, der muss eigentlich für sich stehen, fast schon. In einem Puppenspiel unterdrückt wie ein Telefon. Wo du keine Nummer siehst, wenn sie meinen, dass sie Erbesfond. Ist das nur Utopie, komm, ich müsste das Erbesfond. Für diese Schmutz im Seaspit, als wäre ich kein Erbewohner. So wie
wie Luki T und Alpheis Uni. Wer sind groß? Ist hier der Unterschied? Netz natürlich. Was sagt er? Was sagt er? Keine App-Bewohner, wie? Ist das eine Utopie? Komm, ich müsste dir das holen. Für diese Schmutz im Seaspit, als wäre ich kein App-Bewohner. So wie Luki T und Alpheis. So wie Luki T? Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Ey, ich schau kurz die Lyrics nach, Mann. Brachland-Lyrics. Brachland-Lyrics, Freunde. Wir geben uns nämlich hier auf diesem Reaction-Kanal Mühe. Wir geben uns Mühe. Als wäre ich kein Erdbewohner, so wie Luke, E.T. und Alf. Wer ist Luke? Ach, Digga. Luke Skywalker. Ich bin so ein... Digga, holy shit. Obviously, Luke Skywalker, E.T. und Alf. Okay. Alf heißt Universum. Groß ist hier der Unterschied. Netz natürliche Selektion. Treib sie zum Such. Oh, ist hier der Unterschied. Netz natürliche Selektion. Prinzip kam ins Game und dann Sexistron. Ein ist gut auf ihn. Brachland, bevor ich kam aus dem Nix. Als wäre ich getan. Unaufhaltsam, Dicker. Geh mir aus der Bahn. Das ist einfach, ey, ich hab mich verliebt in den Mann unter dieses Lied. Hör mich, hören sie sterben vor Scham. Brachland, bevor ich kam aus dem Nix. Als wäre ich getan. Unaufhaltsam. Ey, auch dieser Beat ist so wunderschön, Mann. Dieser wunderschöne Beat. Geh mir aus der Bahn. Sie hören mich, hören sie sterben vor Scham. Freunde, tanzt zu Hause mit. Ich möchte sehen, wie ihr tanzt. Ey, ich wäre einfach glücklich. Nice. Scratches. Holy shit, das war gut, Mann. Ey. Ich weiß nicht, warum mich das so glücklich gemacht hat, irgendwie. Aber es ist einfach... Keine Ahnung, bei Savage ist es halt wirklich fast wie bei keinem anderen so, dass es einfach nicht langweilig wird und immer ein neuer, fresher Sound kommt, ohne dass er, keine Ahnung, sich an den Mainstream-Sound zu sehr bedient, dass er halt immer noch sein Stuff macht, so, aber trotzdem was Frisches für uns hat immer. Ich kann das nicht anders beschreiben, ich habe keine Ahnung. Ich bin aber sehr, sehr zufrieden, ey, und das Ding war gerade einfach, das war einfach schön, Mann. Keine Ahnung, es war einfach schön. Gerade diese musikalischen Sachen, die er jetzt hier mit reingebracht hat, fand ich nice. Und ich bin, Digga, keine Ahnung. Ich bin einfach jetzt froh, ins Album reinzuhören, Freunde, ja. Lasst mir eure Meinung zum Album, Favorite Track vom Album, in die Kommentare packen. Ich bin sehr gespannt. Und eure Meinung zu diesem Song natürlich auch in den Kommentaren da. Ich bin sehr, sehr interessiert reinzuhören. Und wie gesagt, ich versuche nochmal mit Savage zu klären, ob wir eine Box verlosen können. Wenn nicht, schaue ich, dass ich eine noch irgendwo anders ergattern kann vielleicht, ja. Mal sehen, Freunde. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.